Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir Wassermann dieses interaktive Video teilen, wo wir mal anhand des Tarots herausfinden möchten, was ist das, worüber du vielleicht reflektionieren solltest, was ist wirklich bei Wassermann bewusst und unbewusster Natur gerade am Start und was ist die Nachricht vom Tarot für dich im Hier und im Jetzt, sobald du dieses Video schaust, okay? Wassermann, konzentriere dich auf dich. Lasse es nicht zu, dass irgendwelche Gedanken dich gefangen halten. Vor allen Dingen konzentriere dich darauf, in der nächsten Zeit deine Ängste anzuschauen. Ja, ich kriege eine Energie von Wassermännern. Es geht um die Ängste, es geht um Unsicherheiten, es geht um diverse Sorgen, die du dir vielleicht auch machst, um dich oder um andere Menschen. Und hier ist es wichtig, dass du in der nächsten Zeit dir deine Ängste anschaust, dir deine Unsicherheiten anschaust, deine Blockaden, ja, deine Warnsignale, die dir gesendet werden, aber vor allen Dingen auch diese Energie, um zu schauen, was ist das, was du wirklich möchtest. Schau mal, Wassermann. Die Hauptenergie geht darum, dass einige von euch ein Mutterthema haben, eine Schwangerschaft, die sich nicht gegeben hat, eine Distanz mit ihren Kindern, eine Distanz mit den Eltern, eine Verbindung mit deiner Intuition, die dich ein bisschen auf Unwegen bringt. Ja, also manchmal bist du voll im Vertrauen zu dir und manchmal halt nicht, Wassermann. Und hier geht es darum, vertraue darauf, dass die geistige Welt, aber auch dein Sein sagt, hey, Wassermann, halte eine Sekunde inne. Es ist okay, wenn du manchmal zweifelst. Es ist okay, wenn du manchmal nicht genießen kannst, was dir gerade vor Augen gehalten wird. Es ist okay, wenn du nicht immer eine Lösung findest. Also straf dich nicht zu sehr, sondern genieße einfach das Hier und den Jetzt, dass Dinge manchmal anders verlaufen dürfen. Und im Unterbewusstsein sehen wir, dass Wassermann nach Zukunft blicken, nach vorne schreiten möchte, aber auch immer mal wieder. Entschuldigung, Leute, ich bin immer noch schwer erkältet, ja. Aber immer mal wieder noch mal in die Vergangenheit schaut, ja. Ein Problem könnte sein, dass ein Entwicklungsprozess, ein großer Schmerz, eine große Hürde von Ängsten, eine Therapie, die vielleicht nicht gefruchtet hat, eine Trennung von Kindern, eine Trennung von einem Haus, eine Trennung von einer Situation, von einer Arbeit, die momentan ein paar Probleme machen kann und diesen Fortschritt verhindern kann, in eine Stabilität zu kommen. Ja, wenn du aber zu diesen Wassermännern gehörst, die sagen, Alene, ich habe das schon hinter mir und ich bin wirklich bereit, diese Transformation anzunehmen. Ich habe eine Transformation abgeschlossen. Ich schöpfe die Gelegenheit am Schopfe, ja, und genieße dieses neue Ich von mir. Wirst du sehen, wie sich deine Wege immer weiter öffnen werden. Die Wegöffnung, diese neue Zukunft mit diesem neuen Menschen oder die Versöhnung mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, die neue Wohnung, die neue Arbeit, die neu gewonnene Gesundheit, die neu gewonnene Spiritualität, wird dir das Glück der Welt zeigen. Kinder, Eltern, Mütter, ja, Schwangerschaften, Familie generell wird sich wieder zusammenfinden. Die Lektion, die du lernen sollst, ist, du bist Mutter, du bist Vater, aber du bist auch Mann, du bist auch Frau, du hast auch ein Recht, Partner zu sein. Genieße es, solange wie deine Kinder noch klein sind, diese Zeit mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln zu leben. Aber vergiss nicht, dass du auch Mensch bist, dass du auch ein Recht auf dein Leben hast. Es geht darum, deine Ängste zu überwinden, deine Verantwortung ein bisschen zurückzulassen, um das Leben zu leben. Du wirst viele Kommunikationen haben, viele Gespräche, viele Nachrichten, viel Schriftverkehr. Deine Zukunft in naher Zeit wird sich durch viele neue Informationen anders gestalten, mehr aufzeigen, neue Wege, neue Möglichkeiten, ja. Und hier sagt das Tarot, traue dich wirklich, einfach deine Ängste, deine Unsicherheit über Bord zu schmeißen. Vertraue mehr auf deine Kapazitäten, auf deine Intuition, auf deine Inspiration vor allen Dingen und sei immer ehrlich zu dir selber. Diszipliniere dich neu, verteidige dich, ja, aus einem respektvollen Umgang. Setze Leuten Limits und setze dir auch neue Limits und fange an, das Leben zu genießen. Bringe zum Ausdruck, was zum Ausdruck zu bringen zu ist. Habe Vertrauen in dem, was zu vertrauen ist, auch wenn du nicht weißt, worauf du Vertrauen hast. Vertraue trotzdem, ja. Und sei eine große kreative Kraft in dir und für alle Menschen um dich herum, weil die spüren schon, wie toll du als Wassermann geborener Einfluss auf dich und auf andere haben kannst. Wassermann, ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, dass du meinen Kanal like, teilst, abonnierst, kommentierst, Glöckchen drückst. Vor allen Dingen kommentiere sonntags 19 Uhr unser Live-Chat und schreib auch mich an, wenn du eine private Legung möchtest, eine zielorientierte Therapie. Ich bin gerne bereit, dir für Februar noch den einen oder anderen Termin zu geben. Ich wünsche dir alles Liebe, Wassermann, und geh durch deine Ängste. Du bist beschützt, du bist behütet. Ein neuer Lebensabschnitt wartet auf dich. Wow, bis dahin, Wassermann. Alles Liebe. Bye.